Oh mein Gott, da ist Wheatley. Mehr oder weniger. Sekunde, ich bin gleich da. Ich möchte ihn auch sehen. Bevor du ihn auseinander nimmst. Nein, nein, das ist nur, auf dem Bildschirm so ein Bild von einem Auge, was ich ganz grob in System Shock Logik mit Wheatley vergleiche. Ah. Karte, wo steckst denn du? Da bei dem Aufzug noch. Ich sehe schon. Lalalala. Aber ja. Hey, du solltest dich nicht beschweren. Das mit den Lagerhallen war viel schlimmer. Stimmt. Aber ehrlich, wie ist das wirklich geplant, dass man das mehr oder weniger in einem Rutsch schafft? Hinter jeder Ecke vercampen und mindestens 2.638.000 Munition haben. Mhm. Vielleicht sehe ich ja jetzt den Schacht hochschießen. So, warte, erstmal einen Teleportpunkt setzen, das muss sein. Das hilft mir auch so viel. Ja, dir nicht, ja, mir. Ah, jetzt sehe ich dich aber. Hi. Nicht genug PSI, natürlich. Da hier, Wheatley. Ganz grob. Sekunde, bin gleich da. PSI ran. Eine Hoch so. Eine große Hochsicherheitskiste, schau dir mal an. Ach, nett. Die braucht Hacken 6. Oh! Aber doch, sieht gleich nach Wheatley aus, was? Warte ganz kurz. Dein ja, okay. Ich hab die manuelle Operationskontrolle aufgehoben. Ah. Wir können über das Fenster raus. Nee, so. Und uns selber umbringen. Besser nicht. Halt, hier geht's noch weiter. Oder warst du da schon? Wo war ich schon? Hier, beim Konferenztisch. Da war ich schon. Okay. Ob ich hier gründlich war, weiß ich allerdings nicht. Der Teleportpunkt ist total mies, weil der den Weg versperrt. So, da tatsächlich, wusste ich gar nicht. Alt-T? Was denn? Was ist das? Was machst du jetzt? Den Teleportpunkt löschen. Ja, ich brauch den ja auch nicht. Ich bin ja woanders. Bin ja schon unten. Ja, ich weiß, aber ich habe ihn da hingesetzt gehabt und ich habe angenommen, dass es dann noch ein bisschen länger geht. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir haben jetzt die manuelle Kontrolle gekriegt. Mit einer Shuttle-Karte gehen Sie zentral auf dem Operationsdeck. Ach genau, jetzt müssen wir noch auf Ebene 5 zurück. Ja. Da, wo wir nicht durchkamen. Mhm. Backtracking... Go. Übrigens die Kristallscheibe, an der bist du gerade vorbeigelaufen, ne? Oh, bin ich? Ja, bist du. Wo denn da? Gut, das heißt, auf Wiedersehen, Schraubenschlüssel, war schön mit dir mal wieder. Genau, du speicherst das erstmal. Mhm. In der Zeit trinke ich ganz unprofessionell noch einen Schluck. Diesmal wirklich im Real Life. Mhm. Ach, so. Jo. Hat geklappt. Jo. Oh, Spinne. Ich muss die Munition wechseln. Die ist so verdammt schnell. Wenn sie will. Mich auch. So, mit der Tram, also wieder zurück auf Anfang. Die Tür ist noch offen, man kann jederzeit raushüpfen, wenn man will. Tatsache. Seriously? You did that. Ich spawn ja sowieso hier ganz vorne wieder. Echt? Mhm. Diese Tram ist so nutzlos. Zu Fuß wäre man schneller.
Nö. Wir kommen zurück und so. Hi. Per Sterben ist man schneller. Ich sehe aber auch, wie verdammt viel Leben du hast. Hm? Vergiftet, wegen der Spinne da. Ja. Egal, ich spawne sowieso wieder direkt hier. So. Da ist der Aufzug. Und nochmal speichern. Wie sich gehört. Das geht so. Rote Taste. Rote Taste. Ich finde es aber auch schön, die haben für alles winzige Bedienfelder und winzige Tastenfelder, ne? Mhm. Aber für sowas Simples wie Aufzug öffnen, haben die einfach mal so einen ganzen Arm breit. Naja, klar. Für den Fall, dass du auch was Wichtiges trägst. So Verantwortung oder sowas in der Richtung. Na, das ist aber zu selten auf so einem blöden Schiff wie dem hier. Tschüss. So, Sekunde orientieren. Der Aufzug, der war ganz, ganz weit weg. Na dann. Das hilft nichts. Huch. Oh wei. Entweder ist das Spiel auf einmal sehr viel schwerer geworden oder ich bin auf einmal sehr viel schlechter geworden. Eins von beidem. Beides. Oder so, ja. Egal, dafür sind wir jetzt wieder direkt hier. Brauche ich noch irgendwas an Munition? Mal nachschauen. Splitterpatronen. Spielpause? Ach, du hast gespeichert. Ja. Wartest du ganz kurz? Ja. Ich spiele übrigens jetzt exakt 8 Stunden. Voll toll und so. Du kannst gerne jetzt durchgehen, wenn du irgendwo durchgehen wolltest. Okay. Operation. Da muss ich nicht gegen den blöden Anneliden kämpfen. Mhm. Hybriden. Naja. MOP-Deck. Jo. So, das war hier, meine ich. Durch die Tür. Ne? Genau, Nebenkarte unter Bereich zu 5 müssen wir. 5 war da hinten. Tralala. Einfach ignorieren. Anscheinend doch nicht. Bei 5 sind hier diese Schächte. Den verwahren wir hier unten noch nicht. Doch. Das ist bei mir noch nicht als drin gewesen markiert. Also wahrscheinlich warst du drin. Aber ich noch nicht. Ne, warte, wir waren hier unten schon mal, aber hä? Warte. Egal, da finden sie garantiert sowieso nichts mehr Wichtiges. Waren wir in diesem Bereich überhaupt schon mal? Hallo. Ja. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bleiben wir bereit. Lande die Feuer. Munition. Habe ich mir gerade geholt. Okay. Aber wieso waren wir da hinten nie unten? Oh, da ist ja noch eine Lok. Weiß nicht, anscheinend sind wir doch nicht da gewesen. Hier ist eine Lok, ja. Bei der Spinne. Ja. Bin mich auch gerade nicht da gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder in den ersten Teil und gehen dann da runter. Zurück. Ja, wie war der erste Teil? Hä? Wenn wir hier überall noch nicht waren. Im ersten Teil waren wir schon. Warum waren wir im zweiten noch nicht? Weiß nicht, vielleicht sind wir nicht so weit gekommen oder hatten irgendwie keine Lust mehr. Der erste Teil ist mir auf jeden Fall als komplett erforscht angezeigt. Dann ist okay. Ach stimmt, du hast ja diese tolle Karte da, ne? Ja. Ja. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, Mistwurm. Bock. Aber hier noch nicht, in dem Bereich hier unten, ne? Ja. Gut, dann fahre ich ja mal runter. Achso, ich weiß, was ich gemacht hatte. Ja? Ich hatte hier mit Brandgranaten reingeworfen ursprünglich.
Ah. Du erinnerst dich vielleicht. Ganz grob. Das mache ich jetzt auch wieder, Brandgranate. Dynamit fischen, mehr oder weniger. Aber es ist gut zu wissen, dass eine Brandgranate Unterwasserwirkung zeigt. So, gehen wir Uhrzeigersinn nach, würde ich sagen. Dann gehe ich gegen den Uhrzeigersinn. Wir waren hier aber definitiv schon. Oder wir haben es einfach vergessen nachzustellen. Nachzustellen? Hatten wir was? Da war ja der eine Fall von wegen Trojaner und halb intelligenter Baukasten und sowas. Ach stimmt, ja. Dann haben wir das einfach wirklich nicht gemacht, den zweiten Teil. Ja. Weiß nicht, wollen wir uns das wirklich noch antun, oder? Das ist ja nicht viel. Und teilweise was ganz Nerviges. Vor allem sind hier in den Teilen ja auch immer noch... Swift Boost. Haben wir nicht irgendwo eine Energiestation gehabt? Gerade nicht, nein. Warte, willst du noch kurz stehen? Ich habe hier noch was für dich. Natürlich. Das hier einmal. Dann ein Hackergerät, weil ich das so nicht brauche. Ich kann hacken. Eine Eispick, ja. Ach, Medikits. Jo. Ich hab jetzt schon 15 Medikits, voll toll. Echt? Wow. Ja. Warst du hier schon drin, in beiden? Nee. Oh, ja. Was? Heildrüse. Oh, das ging schnell. So, jetzt möchte ich schon wieder Teleport. Ja, er geht. Hast du noch irgendwie aufladen können? Auf allem, was genau du aufladen willst. Energie? Ja, hab ich gerade nach einer Energiezelle gefragt. Oder, ach komm, nicht, Batterie. Eben. Hast du so viele von? Nicht wegschmeißen. Ich hab mir gerade einen Tempo-Booster aus Versehen sogar gleich eingepfiffen. Mhm. Jetzt fliege ich hier durch die Gegend. Aber jetzt schon nicht mehr, das hat nicht lange Wirkung gezeigt, wow. Okay. Das sind aber erstaunliche Räume, in denen die Klos ungefähr einen Meter erhöht liegen. Der Tür geht hier nicht auf. Oder eben doch, also ich komme direkt die Tür nicht durch. Ich schon. Dann machst du das da allein. So. Kommst du wieder raus? Ja. Da. Ah, okay. Also jetzt hoch, ne? Mhm. Und außenrum weiter. Und als T weg damit. Das Log noch rein, den Log noch hören, den wir gerade aufgesammelt haben? Kann man, ja. Tommy, ich weiß nicht, was hier vorgeht. Seit wir den Befehl erhielten, Deck 3 zu räumen, sind immer wieder Leute verschwunden. Alle sind Kommst irgendwie du? Deprimiert, aber keiner scheint darüber reden zu wollen. Warte, ich kenne den Log. Alles nicht. Triff mich auf dem Freizeitdeck um 0900. Ich habe eine Idee. Eine Rückversicherung für dich und mich. Ist jetzt auch egal. Ja. Wenn wir wahrscheinlich schon angehört haben, bevor ich... Ja. Beziehungsweise wir nachstellen mussten. Bin da wo? Ach da. Hallo. Achtung. Lieber Herr Schurikenschmeißer. So. Ja,
da ist auch ein Lock, aber ignorieren wir jetzt einfach mal. Hatten wir schon. Und, jo. B. Guck, ich meine, die Waffe ist stärker, das ist eine verdammt niedrige Feuerrate. Ja, ist ja logisch. Ich überleg grad, kann ich bei meinem... Jetzt, wo ich eh auf dich warte gerade? Ja. Kann ich bei meinem... Granatwerfer... Ah, Aufprallgranate. Okay. Das war echt nicht geplant jetzt. Ich hatte gerade eben eine Waffe, dann hatte ich da eben die Spinne, die mich schon auf Stärke 3 vergiftet hatte. Und habe erstmal überlegt. Ja, und dann hatte ich plötzlich eben eine Granate geschossen. Ja, ist ja egal. Spinne ist ja weg, hat ja gewirkt. Eben. Oh. Herrgott, nochmal. Was war denn da jetzt? Nen ja, bisschen was schnell kommen. Schon wieder weg. Komm wieder. Ja, der Ninja. Ah, der ist weg. Ich dachte, Granatwerfer hat jetzt Möglichkeit zwischen Aufprall und Kontakt. Das Sturmgewehr hat zwischen Dauerfeuer und Einzelschuss. Lähmt das Ziel zeitweilig, lähmt die Wesen im Gebiet um den Aufprallpunkt. Dann ist das Teil vielleicht aber doch praktisch irgendwann. Ich muss gerade wirklich überlegen, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn hin? Sag mir auf der Karte, wo wir hin müssen. Das ist es ja gerade. Entweder finde ich es nicht oder es ist nicht eingezeichnet. Wo steht denn in den Notizen, dass wir hin müssen? In den Notizen steht... Gehen Sie zur Zentrale auf dem Operationsdeck. Nicht mehr. Dann wird das wohl in einem anderen Bereich hiervon sein, von dem Operationsdeck. Glaube ich auch. Ich kann am besten, wenn ich dran erinnern, wo. Wir gehen jetzt einfach mal durch den nächsten Shot, den wir sehen, und schauen weiter. Ja gut, das ist eine Idee.